Im Namen, boah, die Stimme ist super heute. Mir hat es leider ein bisschen Verkältung erwischt, aber ich glaube, das wird schon so halbwegs in die Bühne gehen. Im Namen der Trachtenmusikkapelle Wohnsdorf darf ich Sie, liebe Gäste und Freunde der Trachtenmusikkapelle, zu unserem Konzert in den Sommer unter der Leitung von Ingo Viermann recht herzlich begrüßen. Allen voran begrüßen darf ich unseren Hausherr der Gemeinde Steindorf, unseren Bürgermeister Georg Kaberler und seine charmante Frau Uli. Des Weiteren unseren hochwürdigen Pfarrer Pfarrprovisor Jacek Arthur Wissinger. Wir begrüßen auf das Herzlichste unseren Kulturreferenten Alfred Thaler. Sowie alle Gemeindevertreter und Ihnen der einzelnen Fraktionen unserer Gemeinde. Ein Glück auf unserer Nachbarkapelle aus der Gemeinde Steindorf. Eine Abordnung von der Trachtenmusikkapelle Tiefen unter der Leitung von Kapellmeister Martin Schrall. Herzlich willkommen. Des Weiteren darf ich jetzt recht herzlich begrüßen alle Obfrauen und Obmänner unserer Gemeinde, deren Mitglieder und unserer Kulturvereine. Herzlich willkommen. Recht herzlich begrüßen auch VIP-Gäste, ganz besondere Gäste, vereinsinterne Pensionisten. Recht herzlich begrüßt Günter Kriegstübel, schön, dass du da bist. Lisa Gerhard, hallo, grüß dich. Peter Strubel, und Kofa Sippel, grüß dich. Ja, einen wunderschönen guten Abend von nochmal an. Servus, die Maden. Servus, die Buben. Dieses Markenzeichen der Begrüßung kennen viele von euch noch. Guten Abend am Samstag war die Sendung von Heinz Konrads, die 1957 erstmals unter dem Titel Was sieht man Neues startete. Scherz, oder? Scherz, oder? Nicht deine Hoher, Bürgermeister. Was sagst du zu deinem neuen Bühnenoutfit? Ha? Schön? Einen Applaus für uns beim Dieter Stumpf, der hat das Ganze organisiert. Er hat das bearbeitet, aufgebaut. Wirklich super gemacht. Zum Thema, was sieht man Neues? Was sieht man Neues, Herr Bürgermeister? Nix. Nix. Strandbord tut sich gerade umbauen. Der Stoßfeger tut Gott. Die Ecke umdrehen. Der Pfarrer ist gut bei der Mess. Na, aber das Plakat ist eigentlich was Schönes. Wisst ihr warum? Der Blick nach Osia. Wer ist aber gar nicht gedacht, dass das passieren wird. Aber was ist, was um die Osia haben? Der Schöne an Osia ist der Blick nach Bonsdorf. Ja, unsere Heimat, unser Zuhause, was einzigartig mit diesem Transparent eingefangen wurde. Und passend zu diesem Ganzen steht unser Konzert unter dem Motto Retro. Leider hat es damals noch keine Drohne gegeben, 1941. Da hätte man es sonst noch vielleicht verwenden können. Retro trifft internationale Blasmusik und Austropop. Nach der traditionellen Eröffnung mit dem Marsch Odo mein Österreich, mit dem wir Sie begrüßt haben, spielen wir für Sie den von Michael Stern komponierten Marsch übers Land. Michael Stern wurde am 23. Dezember 1933 in Natters bei Innsbruck geboren. Stern studierte Musik in Innsbruck sowie im Konservatorium in Würzburg.
Als Solo-Posaunist wirkte er seit 1955 in Karlsruhe, 56 dann in München, 71 und 19, bis 1977 im Festspielorchester Bayreuth und seit 1978 leitete er unter anderem die Stadtmusikkapelle Witten in Innsbruck. 1995 erfolgte die Ernennung zum Ehrenkapellmeister der Stadtmusikkapelle Wilden-Innsbruck. 1997 erfolgte dann der Schritt in den wohlverdienten Ruhestand. Mit dem Marsch übers Land, der schon an Lockerheit und Bocke erinnert, ist dann die perfekte Überleitung zum nächsten Stück musikalische Genre der böhmischen Blasmusik. In der Weinschenke ist eine sehr bekannte Polka von Robert Mayer, der am 25. April 1933 in Adendorf bei Sopron in Ungarn geboren wurde. Bekannt wurde die Polka durch seine gegründete Kapelle, den originalen Burgenland-Musikanten. Die Polka zählt zu den Klassikern der Blasmusik und darf eigentlich in keinem Repertoire fehlen. Ich wünsche Ihnen und uns ein erfolgreiches Konzert, ein paar schöne Stunden mit uns und ein paar sorgenfreie Minuten. Dankeschön. Thank you.
Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott, Dankeschön für Ihren sehr netten und lieben und zahlreichen Besuch. Ja, wie der Ewig gesagt hat, ja, hat sich ein bisschen verkühlt. Da ist der Magister Bade wahrscheinlich in der gleichen Kiste geschlafen. Das ist einfach unser Stil so, das ist nicht anders. Meine Damen und Herren, ja, eine wunderbare böhmische Polka in der Rheinschenke. Und bei diesen Gendrien, da bleiben wir ja jetzt gleich dabei. Böhmische Liebe. Böhmische Liebe von Matthias Rauch, meine Damen und Herren. Eine wunderbare, wirklich super Polka. Geboren wurde er, der Matthias Rauch, 1976 in Schwendau in Tirol. Studierte Tuba in München, danach ein Jahr am Musikcollege in Chicago. In den folgenden Jahren gewann Matthias Rauch verschiedenste Solo-Wettbewerbe weltweit. Ab 2007 war er Duist bei den Innsbrucker Böhmischen, der ja jedem Musiker eigentlich ein Begriff sein sollte. Mit diesem gewann er 2011 auch mit seiner Komposition Tuba Wahnsinn den Preis für die beste Komposition für Solo- und Blechbläserensemble in New York City. Die Sensationspolka Böhmische Liebe eroberte in Kürze die Herzen der Musik und wurde zu einer der bekanntesten der moderneren böhmischen Blasmusik. Heute, meine Damen und Herren, hören Sie die beliebte Polka im Blasorchesterklang mit Gesang durch unsere Petra Stihaumann und unseren Michael Struckel. Viel Vergnügen für die Polka, meine Damen und Herren. Böhmische Liebe. Mein Herz schlägt nur für dich.
Damen und Herren, liebe Freunde der Dachmusikkapelle Pohnsdorf, da vorne sehe ich jetzt auch noch einen Herrn Rasputik, Herbert. Hat auch mal ein paar Arsch gespielt. Muss ich ehrlich sagen, hat der Ewald wieder vergessen. Aber halt, da war der Ewald noch nicht auf der Welt. Kann er nicht wissen. Aber wenn man natürlich die Stahlwerke in Tschörn kennt, gell, da hat er gelernt, glaube ich, gell, gelernt. Und natürlich viele, viele Jahre dort gearbeitet. Nicht nur als Schlosser, sondern auch als Schmied. Gibt es ja noch mal so viele Schmieden heutzutage bei uns. Schmied ist nämlich die Berufs- und Handwerksbezeichnung für Personen, die Metall durch Schmieden bearbeiten, also Werkzeug. Als Werkzeug dient ein Hammer oder zwei und natürlich ein Amboss. Der Amboss als Soloinstrument ist sicherlich außergewöhnlich. Dennoch, meine Damen und Herren, wollen wir heute für Sie auch ein Stück aus vergangenen Jahren darbieten. Etwas frischer gespielt, ja, und mit einem sehr gewitzten Solisten. Es ist vielleicht nicht nur musikalisch, sondern auch vor allem augenscheinlich ein Highlight des heutigen Abends. Meine Damen und Herren, viel Vergnügen mit der Amboss-Polka und mit unserem Schmied Schädler Noah. Meine Damen und Herren, Applaus und Applaus.
So, liebe Gäste, wir gehen jetzt nicht nach Hause. Chaos, Chaos. Ich möchte noch einmal vorweg der Andrea Engberger grüßen. Andrea, darf ich dich bitten, Entschuldigung, da vorne bist du, noch einmal aufzustehen. Die Andrea hat ja im Mai sich, oder zumindest im Frühjahr, entschlossen, mit der DIPO, die eine kleine Abordnung von jungen Musikern Tiefen und Bohnsdorf beim Musikwettbewerb in Ostjachim 10a entschlossen teilzunehmen und Mädchen mit gutem Erfolg abgeschlossen mit den Jungen. Sie hat wirklich sehr viel Arbeit in das Projekt gestellt. Dankeschön. Meine Damen und Herren, liebe Freunde der Trachtmusik bei der Bohnsdorf, im nächsten Programmpunkt dürfen wir unsere Jugend und vor allem die jüngsten Nachwuchskünstler mit zwei Stücken vorstellen, die uns auch dort in der 10a Osijek beim Wettbewerb vorgestellt wurden. Ich darf auf die Bühne bitten, am Bariton den Lukas und den Tobias Freundschlag. So, wer ist denn von euch zwei jetzt da, Lukas? Bin jetzt doch richtig. Ja, du bist es. Servus, grüß dich. Lukas, ganz kurze Frage. Das haben wir nicht ausgemacht früher, gell? Ich weiß. Der Papa und die Mama sind auch da, gell? Ich komme aus einer ganz musikalischen Familie. Die Familie Freundschaft. Opa, Oma war ein super Sänger. Die Mama hat auch sehr gut Harmonika gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst. Und der Papa, ich weiß nicht, ob der Triangel getroffen hat. Was hat mir eigentlich so gefallen, dass ihr angefangen habt, Musik zu machen? Am besten hat mir uns das Instrument gefallen, dann haben wir angefangen und bis jetzt spielen wir halt immer weiter. Sehr gut. Ihr habt sie, glaube ich, einen Cousin von Horst, also da von Thomas, im Endeffekt der Cousin, wie ist das richtig, von Thomas Freundschlag, der Horst Freundschlag. Da ist ja auch noch ein Kollege dabei, oder zumindest da. Wie heißt denn der? Erich Freundschlag. Der Erich Freundschlag, ganz genau. Und da spielt sie, glaube ich, so ein Trio schon, gell? Ein bisschen, ja. Und wie ist es so mit dem Üben? Geht so einigermaßen? Geht gut. Geht gut, fein. Und so wie oft spielt sie so in der Woche oder am Tag? Jede Stunde? Nein, nicht jeden Tag. Jeden zweiten? Ja. Ihr macht sie noch, ich tue sie noch, glaube ich, Tennis spielen. Ganz erfolgreich sogar, gell? In welcher Klasse spitzen wir da? In der U11. Bravo, einen Applaus. Sehr, sehr gut. Gott, der Begrüßung, mega süße Papa. Lena, komm mal auf. So, das muss alles eine Richtigkeit haben, oder? Liebe Lea, deine Mama ist ja eine tolle Musikerin, die spielt jetzt Harmonika, stimmt das? Ja. Und der Papa? Nix. Nix. Aber der trifft sicher den 100er Nobel auf einen Schlag ein, oder? Ja. Papa ist jetzt immer morgen, oder? Ja, richtig, ja. Einen Applaus für die Lea. Die Anna Reiner hat sich entschuldigt. Die Anna, die ist leider auf Urlaub oder hat einen Freistellungsschein gekriegt von uns. Und ganz besonders begrüßen auf der Bühne den Jüngsten, Hans Brands. Bitte komm auf die Bühne. Und das ist wirklich einen riesen Applaus wert, was ich in die Bühne komme. Da hinten nur gehen. Der Hans hat sich wirklich, ich muss ja sagen, die ganze Familie, jeder kennt den Hans. Gell? Und die ganze Familie ist ja wirklich bekannt und der Fabio und der Timo sind ja daraus entstanden. Wirklich geniale Musiker. Aber ich habe gehört, Hans, bei euch in der Familie warst du nicht so musikalisch, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Warum nicht? Ja, weiß ich nicht.
Aber im Alter kommst du drauf, dass eigentlich so ein Instrument zu spielen gar nicht so schlecht war. Ja, das ist unser Seines. Siehst du das? Und das ist auch ein bisschen ein Ansporn für euch alle, wer Lust und Interesse hat, um ein fortbestehender Tracht Musikkapelle zu garantieren, ein Instrument lernen. Also das ist wirklich was Schönes. Und er hat, ist ein Vorzeigeschüler, kannst du jetzt nicht mehr sagen, aber ein Vorzeigemann, was das betrifft. Und er hat wirklich vor drei Jahren angefangen, das Instrument zu spielen. Und dafür bitte einen riesen Applaus für uns. So, jetzt habe ich die Jugend. Teile von der Jugend werden da bei diesen Stücken, bei diesen zwei Stücken jetzt mitspielen. Und zwar ist das von Thomas Doss Gangster und Barbara Ann von Fred Fassert. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Thank you.
Zusammengestellt und bearbeitet von Hans Egon Häuser. Thank you.
Ja, meine Damen und Herren, aus südländischen Rhythmen kehren wir zurück in unsere Heimat. Der Ewi hat es am Anfang angekündigt. Austropop. Drei goldene Schallplatten, meine Damen und Herren. 11-mal Platin, 3-mal Doppelplatin und 1-mal fünffach Platin. Sie verkauften 2,5 Millionen Alben. Vor allem ihre Treue zu ihren eigenen musikalischen Linie und ihre leidenschaftlichen Live-Auftritte machten sie bekannt und vor allem beliebt. Steinhänger, Tequila, Schliegowitz, SDS, Steinbecker, Dimmelschiff und Schiffkowitz, ja, ich brauche durch die Brüllen, war eine dreiköpfige Pop-Rockband aus Österreich. Das Trio wurde 1978 von Gerd Steinbecker, Günter Dimmelschiff und Schiffkowitz, der eigentlich mit bürgerlichem Namen Helmut Röhrling geheißen hat, gegründet. Alle drei Musiker stammen aus der Steiermark, was immer wieder in ihren Liedern anklingt. Die drei spielen akustische Gitarre und singen die Refrains ihrer Lieder dreistimmig, während der Solopart mit wenigen Ausnahmen vom Komponisten selbst gesungen wird. Hören Sie jetzt ein Medley in Blasmusikversion, meine Damen und Herren, der wohl bekanntesten Hits der legendären Gruppe aus der Steiermark und irgendwann bleibe ich dort, kalt und kälter, Großvater und Fürstenfeld. Viel Vergnügen.
Dankeschön, meine Damen und Herren, für einen netten Applaus. Ja, wenn wir schon jetzt wieder in der Heimat sind, und zwar beim Austropop, einen Titel der Senkrechtstarterin schlechthin, bevor wir uns dem Schluss unseres heutigen und heurigen Konzertes hier in der Schule nähern, muss man einfach im Programm haben. Sie ist im Kärntner Lesachtal aufgewachsen, lernte ab dem 6. Lebensjahr bei ihrem Vater Andreas Mühlmann das Spiel auf der steirischen Harmonika. Im Alter von 8 Jahren erhielt sie an der Musikschule Lesachtal Querflötenunterricht. Später lernte sie auch Gitarre. Erste Auftritte hatte sie mit ihrer Band ihres Vaters, dem Wulayasee-Echo. Nach der Matura begann sie ein Jurastudium in Graz, welches sie jedoch aufgab. Sie ist stilistisch zwischen volkstümlicher Musik, Schlager, Pop, Rockmusik einzuordnen. Meine Damen und Herren, Melissa Naschenbein und ihr Erfolgstitel Ich stehe auf Bergbauernburg. Heute, meine Damen und Herren, mit unserer Petra Stihauner.
Ich kann mir das noch toppen. Eigentlich fast gar nicht mehr, gell? Ja, ich mit meiner Stimme, ja. Das Highlight des heutigen Abends. Ja. Jetzt wieder ein bisschen zum Rüberkommen, möchten wir uns, die Trachtenmusikkapelle Bunsdorf, bei euch bedanken, dass Sie so zahlreich der Einladung gefolgt sind. Und wir ein kleines Geschenk für euch vorbereitet haben. Can't Help Falling in Love wurde 1961 von George David Weiss in Kooperation mit den Produzenten Luigi Tricciore und Hugo Beretti für Elvis Presley geschrieben. Der Song war für den Musikfilm Blue Hawaii gedacht und sollte zu einer bestimmten Stelle im Filmskript passen. In dieser Szene überreicht der gerade von seinem Wehrdienst in Europa zurückgekehrte Chet Gates Elvis Presley, der Großmutter seiner Freundin, eine Spieldose als Geschenk. Als Geschenk des heutigen Abends und als Abschluss unseres Konzertes spielen wir für Sie Can't Help Falling in Love. Ich kann nicht anders, als mich zu verlieben. In einer Version der Blasmusik mit unserem Solisten am Flügelhorn, Fabio Weiler, dem ich und wir alle noch einmal herzlich gratulieren möchten zu seinem im heutigen Frühjahr absolvierten Leistungsabschluss mit dem Abzeichen des österreichischen Blasmusikverbandes in Gold. Ich möchte mich noch einmal bedanken bei allen Musikern, die Zeit geopfert hat und drinnen, Entschuldigung, dass es gechattert ist, Zeit für die Proben, den Aufbau, den Abbau morgen leider. Aus der Gemeinde sagt, sie machen das aus. Was ich muss mit dem Bürgermeister heute noch etwas ausreden. Schauen wir mal. Für die Gemeinde, für ihre Unterstützung der Pfarrgemeinde St. Josef, für die Spende der Birken von Leitern. Wir haben oben eingekauft, ja, und die haben wir dann als Los gewonnen und jetzt haben wir sie wieder runtergenommen. Dankeschön. Bei den Eltern der Jungmusiker, es ist wirklich sehr aufopfernd von euch auch, dass sie immer zur Proben schicken, zur Musikschule bringen. Also wirklich einen großen Dank an euch auch und einen riesen Applaus, weil sowas gehört einfach unterstützt und Musik, es gibt nichts Schöneres, als Musik zu machen. Bei unseren Aushilfen, ganz besonders am Tenor an Matthias Auernick und der Hansi Kreinig am Bariton. Danke für das. Zu mir am Flügelhorn, unser altbewährter und ewiger Musiker, immer gern bei uns gesehen, Harald Dietmeier. Dankeschön. Und wir sechs, wenn wir mir heute zumindest einmal Zeit haben für euch. Wir werden nicht umstressen, wir werden nicht hinter die Decke laufen, Schmitter, wie immer machen, dass ihr was zum Trinken habt, sondern ich bedanke mich ganz herzlich und ganz von Freunden und bei der Faschingsgilde Steindorf, die uns heute unterstützt, sie hat uns gestern unterstützt beim Aufbau, heute beim Ausschauen und beim Servieren und dann vielleicht auch morgen, wenn sie Lust und Liebe haben, beim Abbau. Das Obmann der Weiche der Steinerfer Faschingsgilde, Benjamin Bobanic. Dankeschön. Mir bleibt nicht mehr zu sagen, als wie danke für euer Kommen und noch einen schönen Abend mit der Trachtenmusikkapelle Bunsdorf und am Flügelhorn Fabio Weiler. Dankeschön. Thank you.
Ja. Thomas, come on, 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 come